Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Oh, Mom. Bisschen was Fetzigeres rein hier. So, wir müssen, glaube ich, den Berg runter, um zu der Höhle da unten zu gelangen, die da am riesigen See ist. Das ist ein riesiger See. Das ist ganz schön laut. So. Ein monströser See. So, wenigstens ist uns nicht mehr kalt, weil wir nicht mehr da oben im Schnee rumstapfen. Ja. Hier ist schon wieder. Ah, hier ist wieder schön warm. Wunderbar. Ach, Pilze. Dachte gerade, was liegt denn da rum? So, wir gehen direkt drauf zu, ohne Umwege. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wo die ist. Da, am Rand. Am Rand dieses riesigen Sees. Der ist schon nicht klein. Hier, oder wie? Ja, tatsächlich. So. Weil wir so weit gelaufen sind. Ah, gut. Also beim Laufen, ja, ganz okay, aber so ein bisschen Ruhe ist dann auch wieder schön. So, sieht's. Kann ich hier? Ja, komm schon. Hier kann ich. Hier darf ich. Wunderbar. Dann einmal speichern. Und einmal Zelt wieder einpacken. Und dann die bevorzugte Axt. Das Ding machen wir aus. Dafür ziehen wir... Also, ich nehme, glaube ich, lieber die Taschenlampe. Ist die hier. Die scheint mir irgendwie... nicht ganz so überstrahlt. So. Dann machen wir hier wieder hell. Dass ihr auch was seht, ne? Die war nicht verschlossen. Viele Fledermäuse. Könnte natürlich der Ausgang von einer anderen Höhle sein. Hier ist nix. Da ist aber so ein Schleimzeug. Na, Jumpscare? Die Höhle war nicht verschlossen. Scheint ein Tanz zu sein. Okay. Die sehen uns mit dem Nachtsichtgerät, sehen die uns nicht? Theoretisch. So viel zum Thema, die Höhle war verschlossen, ne? Mhm.
Ich glaube, die treffen uns wirklich nicht, wenn wir geduckt laufen. Nie ein Bein. Gib mir deine Haut. Ich brauche die. Okay, geil. Was ist das? Was da so brummt? Also, ihr habt's gesehen. Die Höhle war nicht verschlossen. Die Höhle war nicht versiegelt. Gut. Ja, hier hat's hinter sich. Ich glaube, das Nachtsichtgerät hält relativ lange. Guck mal, da ist noch einer. Und die sehen uns nicht. Und ein gut gezielter Schlag in Richtung Kopf beendet ganz schnell das Leben der Mutanten. Wir haben immer noch... Da ist nämlich schon wieder einer. So, mal schauen, wenn wir hinlaufen. Der sieht uns tatsächlich nicht. Autsch. Boah, das war ein Double-Hit. Okay, ja. Sie haben uns schon getroffen. Aber nicht so arg. Nur ein bisschen. Drei Schläge haben wir abgekriegt. Ist da von dem Nachtsichtgerät jetzt schon was weg oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5 Balken. Oder sind das unsere Batterien? Nö. 6 Stück haben wir noch. Ja, so viel zum Thema nicht versiegelte Höhle, wa? Oh, jetzt sind es noch 4. Ja, da ist die Frage, was ist besser, Nachtsichtgerät? Was ist hier? I. Nein, I, warum? Nein, ich will kein... Nein, wo ist er? Nichts Falsches drücken. Weg.
Tja. Eine unversiegelte Höhle. Wo trotzdem genug von den Hyopais rumrennen. Interessant. Und hier, Licht am Ende des Tunnels. Und noch eine Tauchhöhle. Wir haben das Pferd von hinten aufgezäumt. Da waren wir. Ja, wir haben falsch rum angefangen von den Höhlen her. Wir hätten zuerst nach links gehen sollen. Und über uns links alle Höhlen erforschen. Auf dass wir ein Tauchgerät finden. Weil dann hätten wir jetzt schon sehr viel mehr erforschen können durch Tauchen. Achso, hier waren die Konserven. Und die nervigen Fledermäuse. Die Jumpscare-Mäuse. Gut, noch eine Höhle. Mit nur Taucherflasche. Auch sehr interessant. Würde ich mir auch mal ein Beacon hinstellen. Allzu viel haben wir ja nicht mehr. So, einmal Peilsender. Höhle, weiß. Mal schauen. Auf the map. Ja, jetzt haben wir hier eine mit weiß. Und da eine mit weiß. Und eigentlich ist da nochmal eine mit weiß. So, jetzt sind wir eh schon fast einmal rum. Es wird schon wieder dunkel. Können wir auch in diese Richtung zurücklaufen. Mal ganz weit in diese Richtung laufen. Mit ein bisschen Musik. Ach ja, ist er wieder erschöpft. Erstaunlich wenig Eingeborene nur noch. Schon lange keine mehr gesehen. Okay, es wird dunkel. Wir schlafen hier mitten auf dem Weg. Ich hoffe, da kommt kein Fahrzeug. Irgendwelche, keine Ahnung, Forschenden, was auch immer. Und Y. So, schön. Ich bin hungrig und hab Durst. Ich trink was und schlupf in der Wurst. Wie viel haben wir? Feldration 5. Den rohen Fisch müssen wir konsumieren, sonst wird er nicht mehr essbar sein bald. So, dann auch mal den getrockneten. Ja, ein bisschen Dosenfutter haben wir noch dabei. Dann haben wir jetzt sehr viel Durst. Oh, der Herbst kommt schon wieder. Eine meiner Lieblingsjahreszeiten, Herbst und Frühling. Oh, das war's auch damit. Und dann
pfeifen wir uns davon noch einen rein. Könnten wir eh mal wieder. So. Und schon sind wir wieder fresh am Start. Gut, die haben wir alle, also auf in diese Richtung. Achso. Hab was vergessen. Die Begleitmusik. Huch! Da ist gerade ein Krabbler vom Himmel gefallen. Aber richtig weit. Oha! Wir sind höher als gedacht. Egal, wir schlagen uns hier durchs Dickicht. Und dem erscheint, ist ein etwas tieferer Fluss da vorne. Ein etwas breiterer, etwas tieferer. Also wir laufen jetzt einfach einmal um den Berg rum. Dann kommen wir wieder an die benötigten... Ach komm, was ist das? Ich lasse das mal eine Weile aus. Dann kommen wir wieder an die benötigten anderen Höhlen. So. Der Waldspaziergang-Simulator. Bäh. Spielen wir eben. Ach ja, ein bisschen die Ruhe genießen. Ist auch schön. Hier gibt es aber wirklich auch nicht so viel, ne? Muss mehr hier lang. Da laufen wir einmal relativ großspurig um den Berg drumherum. Oh, wobei, wenn ich auf die Uhr gucke, dann sehe ich, dass schon wieder sehr spät ist. Und das heißt, diese Aufnahme... Oh... Das ist ja praktisch. Jetzt bräuchte ich meinen Night 5. Ob man den wohl in die Höhle mitnehmen kann? Ich glaube nicht. Den verliert man wahrscheinlich so wie im Wasser. Weil der wäre eine unendliche Lichtquelle. Und mit dem Night 5 durch die Höhle rasen wäre bestimmt auch lustig. Oh, was haben wir denn hier? Eine nette kleine Zeltstadt. Vermessungsgerät. Oh, ja, Kisten. Oh ja, Essen. Gerne doch. Nur immer rein damit. Lecker Schmecker. Energieriegel. Leerer Koffer. Okay, was wurde hier vermessen? Jetzt nichts mehr. Na gut. So, hier wollen wir lang. Ja, so ein bisschen Ruhe, ja. So ein bisschen Ruhe ist auch gut. Aber mit Radius hat auch was. Ist auch irgendwie lustig. Aber jetzt machen wir mal ein bisschen Radiopause hier. Ist schon komisch, dass hier kein Schwein unterwegs ist. Außer Frösche. Ach doch, da ist einer. Oh. Eingeborenen Dorf. Hallo, guten Tag. Ich nehme da mal ein paar Sachen mit. Ist ja okay, oder?
So. Bin auch schon wieder weg. Na, den paar Sachen geklaut und wieder abgedampft. Die Mutanten werden euch schon noch holen. Keine Sorge. Was ich da gesehen habe in anderen Videos. Da gibt es dann Mutanten-Raids. Die gehen in die Lager von den Eingeborenen und machen da alles flauschig. Ja. Verfolgt mich da jemand? Ein Hase. Oh, was ist das hier? Was hat der da? Der hat einen Außenborder. Ja, wollt ihr mich verarschen? Was ist das hier? Das ist ein Golfplatz, oder? Hat er uns gerade mit einem Außenborder angegriffen? Von einem Boot? Was ist das hier für eine geile riesige Fläche? Ist das der besagte Golfplatz? Von dem wir mal alle geschrieben haben. Ich meine, dafür ist er sehr ungepflegt. Andererseits kümmert sich ja auch keiner mehr. Obwohl, vielleicht wollte der ja gerade mähen. Mit dem Außenborder. Könnte natürlich sein. Was sind das hier für riesige Steine? Das ist ein Golfplatz, definitiv. Wie cool ist das denn? Nun muss ich leider ganz woanders hin. Ich meine, ich könnte ja schon mal da nach da hinten schauen. Andererseits müssen wir zu diesen Höhlen. Wobei, wenn da ein Golfcaddy steht, mit denen man ja jetzt fahren kann, können wir uns natürlich eine Menge Fahrerei sparen. Lauferei. Der geht was trinken. Ja, mach mal. Ist okay. Solange du nicht wieder kleine Steine nach mir wirfst, ist alles gut. So, der geht auch trinken. Ja, ist leider ausgetrocknet. Tut mir leid. Kann man schon mal wahnsinnig werden. Schon eine Weile her, dass hier Wasser war. Hier fleucht's ganz schön. Was sind das eigentlich für matschige, patschige Laufgeräusche hier? Wir laufen doch vollkommen auf dem Trockenen. Oh. Definitiv ein Golfplatz. Alles Golfplatz hier, oder wie? Ich war noch nie golfen. Wie groß ist denn so ein Golfplatz? Und Kreuch und Fleuch da hinten, die kreuchen und fleuchen und spielen gern Golf. Oh, hallo. Nein. Alles gut. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts, ja? Das alles hier.
Okay. Saumäßig interessant hier hinten. Aber geben tut's hier nicht wirklich was, ne? Also muss ich schon mal kurz ablaufen hier. Ist das ein fahrbarer? Nein. Shiitake. Ja, und der hier auch nicht. Da ist aber irgendwas drin. Ist das ein Stein? Ist eine Schildkröte. Da läuft eine Schildkröte auf dem Boden. Okay. Ja, hier gibt's wohl nichts mehr, oder? Nee. Nee, ich wirklich. Okay, ich bin weit weg von zu Hause. Aber krass. Einfach mal so ein riesiger Golfplatz. Die Map hat sich wieder umgestellt. Ja, wir müssen in diese Richtung. Noch lange. Sehr lange. Ein Königreich für ein Golfkart. Für ein fahrbares Golfkart. So, kann ich mir das merken? Wenn ich jetzt hier... Ich muss nicht. Ich sollte. Also, es geht in diese Richtung definitiv. Und deswegen schmeiß ich mir eine Plane hin und mach Schluss für heute. Und wir sehen uns dann irgendwann, wenn es wieder heißt: Let's play Sons of the Forest. Let's play? Time to play Son of the Forest. Hier auf dem Golfplatz. Ja, schlafen wir mal. Na, wir schlafen nicht, aber wir speichern eine Runde auf dem Golfplatz. Und sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn es wieder ist. Time to play Sons of the Forest. Und ich komme immer noch nicht darauf klar, dass uns dieser Mutant, dieser Berserker mit einem Außenbordmotor gejagt hat, der sogar gelaufen ist. Easter Egg? Fragezeichen? Naja. Gut. Also wie gesagt, macht's mir gut. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.